Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Was wäre wenn im Mittelerde, der einzigen Folge für heute. Morgen kommt Let's Play Fahrenheit Indigo Prophecy für euch. Und ja, bevor wir anfangen, muss ich erst kurz zwei Dinge sagen. Zum einen, habt ihr ja schon gemerkt, morgen kommt Fahrenheit. Das heißt, heute ist Donnerstag. Die Folge kommt heute jetzt leider einen Tag später als geplant. Ich hatte leider gestern gar keine Zeit, gar keine Luft. Und deswegen kann ich die Folge erst heute machen. Dafür wollte ich mich entschuldigen. Aber ja, es ging leider nicht anders. Und deswegen hoffe ich, dass es nachvollziehbar ist. Und genau, morgen kommt halt, wie gesagt, Fahrenheit und heute die Folge. Ja, ihr merkt auch, ich bin ein bisschen verpeilt. Es ist jetzt noch mitten in der Früh. Deswegen, ja, verzeiht mir, wenn ich noch nicht ganz da bin. Ja, das andere, was ich sagen wollte, ist, dass ich mich sehr gefreut habe, da es jetzt 104 Abonnenten sind. Ein neuer Abonnent oder Abonnentin ist dazugekommen. Dafür wollte ich mich vielmals bedanken. Ich weiß leider noch nicht, wer es ist. Es wäre schön, wenn ein Video von mir geteilt werden könnte öffentlich, damit ich die Person in der Abonnentenliste habe. Das wäre für mich einfacher, übersichtlicher und auch für die jeweilige Person besser, weil ich dann mehr auf die Kommentare eingehen könnte. Ja, beim letzten Mal, beim Was wäre wenn, hatten wir die Frage, was wäre, wenn die Endskandal von den drei Jägern gefolgt wären und in die Schlachten von Helms Klamm und Minas Tirith eingegriffen hätten. Ich weiß leider nicht genau, wie die Folge ankam, denn es gab weder Like noch Kommentar. Es waren insgesamt drei Aufrufe. Ich hoffe, sie ist einigermaßen gut angekommen. Aber ich kann es halt leider nicht hundertprozentig sagen. Ist ein bisschen schade, aber ja, ich kann es ehrlich hundertprozentig sagen. Für diese Folge werde ich mir einen Wunsch vornehmen. Ich habe persönlich, also nicht über YouTube, sondern persönlich einen Wunsch bekommen, den wir heute uns ansehen werden. Ich sage es gleich im Voraus, das wird eine längere Folge heute. Ich versuche es zwar jetzt nicht zu lang zu ziehen, aber es wird wohl eine längere Folge. Und genau, die Frage, die wir uns heute stellen, ist, was wäre, wenn Aragorn die Liebe von Eowyn erwidert hätte? Es wurde befürchtet, dass sie ein bisschen kitschig ist. Als von der Person, die mir die Frage gestellt hat. Ich persönlich fand das nicht. Ich persönlich finde das sogar eine hochinteressante Frage. Und ja, wie gesagt, die Folge wird ein bisschen länger werden, denn, wie soll ich sagen, Eowyn ist ja hier existenziell für diese Frage und Eowyn, obwohl sie eine Hauptfigur ist, haben wohl nicht so viele komplett auf dem Schirm. Ich auch nicht, eher offen gesagt. Ich musste auch ein bisschen recherchieren. Und deswegen wird das hier wohl eine längere Folge. Man sollte dazu wissen, ich werde mich nur aufs Buch beziehen. Denn da gibt es einfach ein bisschen mehr Infos. Und ein paar Sachen sind einfach anders. Und ich werde auch aus dem Buch ein paar Zitate vorlesen. Das werden recht lange Zitate. Insgesamt werden es drei, also zwei und das dritte lese ich aus einer Internetquelle ab, weil da wusste ich optional nicht, welche Seite das ist und wollte nicht ewig suchen. Wie gesagt, es ist noch mitten in der Früh. Und ja, dann wollen wir mal mit Eowyn anfangen. Wie gesagt, ich denke, es ist wichtig, über sie ein paar Sachen zu wissen, weil das für die Frage einfach in meinen Augen entscheidend ist. Also zuerst sollte man wissen, dass Eowyn im Ringkrieg die jüngste Hauptfigur ist. Also die jüngste von den Figuren, die wirklich wichtig sind. Das ist zum Beispiel etwas, was wahrscheinlich viele nicht wissen. Sie ist zu Ringkriegszeiten gerade mal 24. Wie soll ich sagen, als Vergleich, der jüngste von der Ringgemeinschaft ist Pippin. Und Pippin ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, 33. Also nach Hobbit-Maßstäben quasi gerade volljährig geworden, gerade erwachsen geworden. Aber dennoch älter als Eowyn, genauso wie ihr Bruder Eomer, der 28 Jahre ist, also 4 Jahre älter. Ja, das sollte man als erstes wissen. Was sind bei ihr so wichtige Sachen? Also wichtig ist zum einen, dass sie ja eine Schildmaid bekannterweise ist. Das heißt, sie kann reiten, sie kann kämpfen. Das ist ja
durchaus ungewöhnlich für eine Frau in Mittelerde. Die meisten Frauen können das nicht. Und es gibt ja durchaus in Mittelerde, könnte man sagen, eine gewisse Rollenteilung, was halt auch an der Zeit liegt, in der Tolkien das geschrieben hat. Und Eowyn sticht halt dadurch heraus, dass sie diese Rollenteilung ja ziemlich ablehnt, könnte man sagen, dass sie ja nicht, also wie soll ich sagen, sie ist nicht die klassische Frau. Sie ist absolut nicht die klassische Frau. Gerade im Buch nicht. Und ich muss sagen, die Buch-Eowyn mag ich auch sehr, sehr gerne. Die Film-Eowyn Mittel, die finde ich etwas schwächer, muss ich zugeben. Aber die Buch-Eowyn mag ich sehr gerne. Einfach, weil sie so direkt aus der Reihe tanzt, könnte man sagen. Also wie gesagt, sie kann reiten, sie kann kämpfen. Darf es aber eigentlich nicht, weil sie halt eine Frau ist. Und das normalerweise von Frauen nicht, zumindest sehr ungewöhnlich ist. Es ist nicht unbedingt nicht erwünscht, aber es ist halt sehr ungewöhnlich. Wo sehen wir sie das erste Mal? Bei der Pflege von König Theoden, ihrem Onkel. Mit Eomer zusammen wurde sie von Theoden adoptiert. Ihr Vater Eomund ist relativ früh verstorben, wo die beiden noch sehr klein waren. Ich weiß aber gerade nicht spontan, welches Alter leider. Natürlich alle Arten von Kommentaren gerne gesehen. Fragen, Anmerkungen, Kritik, Wünsche, Vorschläge. Oder halt auch, wenn ich jetzt hier was Falsches sage oder irgendwas nicht ganz eindeutig ist. Sie pflegt ihren König und ihren Onkel Theoden, weil er ja in der Korruption, von der Korruption befallen ist, von Grima und Saruman. Das ist natürlich von Buch zu Film unterschiedlich. Ich gehe, wie gesagt, hier aufs Buch ein. Und im Buch ist es ja so, dass Theoden durchaus noch handeln kann. Also im Film ist es ja wirklich eine Besessenheit. Da reicht ihm ja zum Beispiel nicht mal, dass sein Sohn Theodred verstorben ist, was ihm Eowyn sagt. Er nimmt Eowyn zwar wahr, aber so wirklich erreichen emotional tut ihn das nicht. Im Buch kriegt er das mit. Aber er, wie soll ich sagen, er ist halt, wie gesagt, korrumpiert. Gerade von Grima. Grima macht im Buch tatsächlich die Hauptarbeit. Denn Grima redet König Theoden Krankheiten ein, die angeblich nur dadurch behandelbar sind, dass er frische Luft und Sonnenschein vermeidet, dass er so weit wie möglich nichts, keine schwierigen Regierungsgeschäfte tut, alles Grima überlässt. Und ja, er vertraut halt seinem Ratgeber. Und Grima bringt ihn halt quasi in die vorzeitige Alters, ja nicht Altersarmut. Also er lässt halt Theoden weit vor seiner Zeit altern, könnte man sagen. Das sieht man im Film ja sehr schön. Und im Buch ist es halt auch so. Theoden ist weit älter optisch und innerlich, wie er es normalerweise wäre. Und Eowyn pflegt ihn, wie gesagt. Sie ist die Einzige, die ihn pflegt, soweit ich das so weiß. Theodred fällt, wie ich ja vorher gesagt habe, an den Pfoten des Isen. Und Eomer wird ja im Buch eingesperrt, weil er halt gegen einen Angriff gegen Isengard plädiert und weil er zum Beispiel Grima töten will, aus mehreren Gründen. Zum einen eben wegen diesen Ratschlägen, dass sie sich nicht einmischen sollen, dass sie sich quasi umbringen lassen sollen. Und zum anderen, weil Grima ja Eowyn liebt und ihr nachstellt, was ihrem Bruder halt gar nicht gefällt, verständlicherweise. Jedenfalls wird er halt eingesperrt, weil er halt Grima offen mit dem Tod droht in der Goldenen Halle. Im Film wird er verbannt, was auch nicht besser ist. Und das ist halt für Eowyn deswegen wichtig, weil man könnte sagen, dass sie von Anfang an verzweifelt ist oder zumindest Angst hat, weil sie versucht, alles in ihrer Macht Stehende, aber kann nichts tun. Theodred, der ihr recht nahe steht, stirbt. Ihr Bruder Eomer, ihr einzige wirklich Bezugsperson, wird eingesperrt. Und ihren Onkel, den sie wie einen Vater liebt, ja, der ist wegen der Korruption völlig neben sich, ist vorzeitig gealtert, kann im Grunde nicht handeln und sie versucht ihr Bestes, aber sie kann halt nichts machen. Also wie gesagt, sie hat Angst um Rohan. Sie hat Angst um ihr Volk, sie ist sich ihrer eigenen Fähigkeiten nicht sicher und zweifelt. Und dann kommen die drei Jäger, Aragorn, Legolas, Gimli mit Gandalf. Theoden kann geheilt werden, Grima kann vertrieben werden und Eowyn verliebt sich ja sofort in Aragorn. Aus verschiedenen Gründen. Also zum einen, er ist halt ein Dúnedain, wie wir ja alle wissen. Und als Dúnedain ist er einfach
sagen wir mal, optisch sehr attraktiv, hochgewachsen, kräftig, weise und halt entsprechend ansprechend. Und halt auch einfach seine Ausstrahlung. Sie spürt einfach die Macht, die er hat als Königsanwärter. Er versteckt das ja im Buch, zumindest ein bisschen. Das hängt von der Situation tatsächlich ab. Aber er versteckt es ja meistens, sie spürt es halt und sie wird davon angezogen. Denn sie träumt von einem Leben, das sie führen kann, wie sie es will. Wie gesagt, vom Kämpfen, von Abenteuern, von Ruhm und halt nicht von der klassischen Frau bei Heim und Kind. Nummer, sage ich jetzt mal. Und ja, wie schon vorher gesagt, sie darf nicht kämpfen. Die erste wichtige Punkt da, nach Theodens Befreiung, ist ja die Geschichte mit Helms Klamm. Und das ist ein weiterer Unterschied zum Film. Denn im Film kommt Eowyn ja mit nach Helms Klamm und ist halt dann in den Höhlen, wo die anderen Frauen und Kinder sind. Und das ist im Buch nicht so. Im Buch wird Eowyn dazu bestimmt, Edoras weiter zu regieren, während König Theoden mit seiner Armee gegen Isengard zieht. Also ursprünglich hatte er vor, in Isenfurten zu kämpfen, letztendlich in Helms Klamm. Aber es wird relativ einstimmig entschieden, dass Eowyn dann nicht mitkommen soll, sondern halt das Volk weiterführen soll, weil sie lieben halt alle, sie hat halt große Beliebtheit und wie gesagt, sie soll nicht kämpfen, obwohl sie es eigentlich könnte. Ihr persönlich gefällt das natürlich eher weniger. Sie nimmt es an, sie erhebt auch keine Widerworte, aber man kann im Buch auslesen, dass ihr das nicht so wahnsinnig gefällt. Also sie kriegt halt da auch Rüstung und Waffen. Einfach nach dem Motto, ja, für den Fall, dass es schlecht ausgeht und dann halt Isengard Edoras belagern sollte. Aber ja, wie gesagt, es passt ihr nicht. Und nach der Schlacht von Helms Klamm, wo es dann eben langsam geht Richtung Minas Tirith, ihr seht schon, ich kürze jetzt hier auch ein bisschen ab, darf sie wieder nicht mit. Und auch hier sagen ihr alle, dass sie das nicht darf. Theoden zum Beispiel sagt auch hier, das ist ja auch im Film, dass er halt, falls es schlecht ausgeht, sie zu seiner Nachfolgerin erkoren hat, dass sie das Volk eben führen soll und falls halt alle Stricke reißen, quasi die letzten. Dass der letzten Widerstand gegen die dunklen Mächte anführen soll. Und auch das gefällt ihr ja absolut nicht. Dann wäre da Eomer, der ja im Film zum Beispiel sagt, nur für die Männer ist, also Krieg ist die Aufgabe der Männer, also quasi gegen sie bewusst schießt. Das macht er zwar im Film eher in der Diskussion wegen dem Thema Merry, der ja auch nicht mit soll, aber eben auch bei Eowyn. Und ja, Aragorn, der im Buch eben zu den Pfaden der Toten will, der im Buch nicht mit bis zum Herrlager kommt, sondern zu den Pfaden der Toten will mit seiner grauen Schar. Und Eowyn will ihn halt erst überreden, das nicht zu tun, weil ja, es sind halt die Pfade der Toten. Es kam halt sonst nie einer wieder. Es ist fast ein Selbstmordkommando, zumindest wenn man halt nicht genau die Details kennt. Und als sie merkt, dass sie ihn nicht überreden kann, will sie sich ihm anschließen. Und das darf sie nicht. Er verbietet es ihr. Er sagt ihr sowas, also ich habe es jetzt gerade leider nicht im Kopf genau, aber ich glaube, es ist sowas wie dass er ihr Leben nicht in die Gefahr bringen will. Und er gibt ihr halt da auch die Abfuhr, die wir auch aus dem Film kennen, was die Gefühle angeht. Dass sie eben, dass sie ihr nicht geben kann, was sie sucht. Dass sie nur eine Gedanken und einen Schatten von ihm liebt. Und darüber verzweifelt sie endgültig komplett. Sie verkleidet sich als Mann mit Rüstung und Helm und halt mit Waffe und reitet mit König Theodens Armee mit und nimmt Merry mit. Und hier ist ein weiterer Unterschied zum Film. Im Buch weiß Merry nicht sofort, dass das Eowyn ist. Im Buch kennt Merry sie als einen gewissen Dernhelm. Also sie nennt sich Dernhelm. Und gilt für ihn als halt als ein normaler Rohirrim. Er merkt erst, dass es Eowyn ist, beim Hexenkönig. Also bei der Schlacht von Pelennor, wo König Theoden von Schneemähne seinem Pferd abgeworfen wird, wegen dem Nazgûl halt, weil das Pferd panische Angst hat und ihn abwirft und dann ihn begräbt quasi unter sich. Und Eowyn stellt sich ja zwischen den Nazgûl und ihrem König und Onkel.
Und erst da erkennt Mary, dass es Eowyn ist, denn Eowyn offenbart sich da halt als Frau. Auch das ist ein bisschen unterschiedlich zum Film, denn der Hexenkönig erfährt quasi vor ihrem Kampf schon, dass sie kein Mann ist, nicht wie im Film quasi mit dem Finisher, sondern vor dem Kampf schon. Und man sollte dazu erwähnen, dass Merry, der ist in der Nähe und er will König Theoden helfen, hat aber Angst. Logischerweise, wegen dem Nazgul. Dadurch, dass er aber Eowyn sieht, dadurch, dass er erkennt, dass es Eowyn, die da steht, alleine übrigens, alle anderen Reiter von Theodens Hauswache waren entweder tot oder halt mit der Angst weit verstreut, Eomer auch. Also er halt realisiert, dass es Eowyn ist, die alleine zwischen dem Nazgul und König Theoden steht, kann er sich endlich aufraffen, ihr zu helfen. Und was auch interessant ist, ist, dass der Hexenkönig da zweifelt. Also er steht, ist halt auf seinen geflügelten Schatten, ist halt bedrohlich vor Eowyn, will sie natürlich erst verjagen, weil er halt Theoden töten will. Und nachdem sie aber gesagt hat, sie ist eine Frau, das eben, weil er sagt halt, ja, kein Mann kann mich töten, zweifelt er. Er sagt darauf erstmal nichts und letztendlich eröffnet der Kampf die geflügelte Schatten. Und der geflügelte Schatten wird von Eowyn mit einem Hieb geköpft. Das ist auch ein bisschen anders als im Film. Da braucht eher Eowyn mehrere Hiebe, bis der Kopf ab ist. Im Buch, sie macht quasi ein Ausweichen und mit einem Schlag köpft sie ihn. Und ja, dann kommt es eben zum Zweikampf zwischen Eowyn und dem Hexenkönig. Der Hexenkönig zerschmettert ihr während dem Kampf den Schildarm. Also der Schildarm bricht. Mit dem Schild natürlich. Und hätte sie getötet, wenn eben nicht Merry gewesen wäre. Der, wie gesagt, durch sie den Mut gefunden hat, sich einzumischen. Und ihm eben in die Ferse stößt von hinten. Mit seinem Westernis-Klinge. Zumindest im Buch. Also die Klinge aus dem Hügelgrab. Und ja, Eowyn kann dann den tödlichen Stoß ausführen. Und fällt ja danach unter den schwarzen Anhauch. Weil allgemein durch die Präsenz des Nazgûl und halt auch durch das, was sie da getan hat. Man sollte dazu erwähnen, sie hatte vor zu sterben. Wo Merry noch nicht wusste, dass es Eowyn ist, wo er sie noch für Danhelm hielt, heißt es im Buch, dass er in das Gesicht eines Menschen blickt, der den Tod sucht. Sie hat da komplett alle Hoffnung aufgegeben. Sie hatte vor, im Kampf zu sterben und sie hatte mit Sicherheit nicht geplant, gegen den Hexenkönig zu überleben. Sie wollte halt ihren Onkel beschützen, das hat sie getan, aber sie hatte nicht geplant zu überleben. Und deswegen ist sie halt unter den schwarzen Anhauch gefallen. Kommt dann in die Häuser der Heilung. Eomer hält sie zuerst für tot, aber Imrahil merkt, dass sie noch lebt. Da ist ja auch Imrahil sehr überrascht, weil er sich halt wundert, dass sogar die Frauen Rohans kämpfen. Und da sagt Eomer auch, ja, bisher wussten wir das gar nicht, dass Eowyn mit dabei ist. Und ja, sie kommt halt in die Häuser der Heilung zusammen mit Merry, der ja genauso unter dem schwarzen Anhauch gefallen ist, weil er halt gewagt hat, den Hexenkönig anzugreifen. Und ja, Faramir, der ja schon länger dort liegt. Und genau, hier kommt jetzt das erste Zitat von Aragorn. Wie gesagt, die Zitate gehen etwas länger. Aber ich werde es versuchen, schnell zu machen. Aragorn aber kam zu Eowyn und sagte, sie hat einen bösen Schaden und einen schweren Schlag erlitten. Der Arm, der gebrochen ist, wurde richtig behandelt und wird mit der Zeit heilen, wenn sie die Kraft hat, am Leben zu bleiben. Es ist der Schildarm, der versehrt ist. Doch das größte Leiden kommt vom Schwertarm. Darin scheint nun kein Leben mehr zu sein, obwohl er nicht gebrochen ist. Ach, was sie getan hat, ging über ihre Kräfte an Leib und Seele. Wer gegen einen solchen Feind die Waffe erhebt, muss härter als Stahl sein. Sonst vernichtet ihn allein schon der Zusammenprall. Ein böses Schicksal, das sie ihm begegnen musste. Denn eine edle Jungfrau ist sie, die schönste aus einem Geschlecht von Königinnen. Und doch, ich weiß nicht, was ich von ihr sagen soll. Als ich sie zuerst erblickte und ihre Unzufriedenheit bemerkte, glaubte ich, eine weiße Blume zu sehen, stolz und gerade, wohlgestalt wie eine Lilie. Und dennoch spürte ich, dass sie hart war. Wie von elbischen Schmieden aus Stahl gehämmert. Oder könnte es sein, dass ein Frost ihren Lebenssaft zu Eis erstarren ließ, so dass sie zwar noch aufrecht stand, vom bitteren Liebreiz und schön anzusehen, aber schon befallen und dazu bestimmt, bald niederzubrechen und zu sterben?
Ihre Erkrankung begann lange vor diesem Tag, nicht wahr, Eomer? Es wundert mich, dass du mich fragst, Aragorn, sagte Eomer. Denn zwar halte ich dich in dieser Sache wie in allem für schuldlos, doch weiß ich nichts davon, dass meine Schwester Eowyn von irgendeinem Frost befallen gewesen wäre, bevor sie zum ersten Mal dich erblickte. Ihre Sorgen und Nöte hatte sie, ebenso wie ich, in den Tagen, als Schlangenzunge den König behexte. Und sie hat den König unter wachsenden Befürchtungen gepflegt, aber nicht das hat sie in diese Lage gebracht. Freund, sagte Gandalf, du hattest deine Pferde und die Freuden des Waffenhandwerks und die weiten Felder unter freiem Himmel. Sie aber, in den Leib eines Mädchens hineingeboren, war dir an Geist und Mut mindestens ebenbürtig. Dennoch war sie dazu verurteilt, einen alten Mann aufzuwarten, den sie liebte wie einen Vater, um mit ansehen zu müssen, wie er entwürdigt in Altersschwachsinn verfiel. Und die eigene Rolle kam ihr elender vor als der Stock, auf den er sich stützte. Glaubst du denn, Schlangenzunge träufelte sein Gift nur in Theodens Ohr? Tatagreis! Was ist das Haus Eol anders als ein strohgedeckter, stinkender Stall? Voll betrunkener Straßenräuber, dessen Belger sich zwischen den Kötern auf den Boden wälzen. Hast du diese Worte schon mal gehört? Saruman hat das gesagt, Schlangenzunges Lehrmeister. Doch hat Schlangenzunge in eurem Hause ihren Sinn sicherlich gefälliger einzukleiden verstanden. Hätte deine Schwester nicht die Liebe zu dir, mein Freund, und dir immer noch pflichtgetreuer Wille die Lippen verschlossen, so hättest du dergleichen wohl auch von ihr hören können. Denn wer weiß, was sie der Dunkelheit anvertraut haben mag, wenn sie allein die bittere Nächte durchmachte und ihr ganzes Leben zu schrumpfen schien, bis sie in den vier Wänden ihrer Kämmer eingeengt war wie ein wildes Tier im Käfig. Eomer schwieg und betrachtete seine Schwester, als bedächte er von neuem all die Tage, die sie zusammen erlebt hatten. Aber Aragorn sagte, ich habe auch gesehen, was du gesehen hast, Eomer. Kein Unglück dieser Welt beschämt das Herz eines Mannes bitterer, als die Liebe einer so schönen und mutigen Dame zu bemerken und sie nicht erwidern zu können. Der Schmerz und das Mitleiden haben mich auf dem ganzen Weg begleitet, seit ich sie in Dunhaag in ihrer Verzweiflung zurückließ und zu dem Pfaden der Toten ritt. Und keine Sorge hat mich mehr beschäftigt als die Sorge, was ihr geschehen könnte. Und doch, Eomer, lass mich dir sagen, dass sie dich aufrichtiger liebt als mich, denn dich liebt und kennt sie, während sie in mir nur einen Schatten und einen Gedanken liebt, eine Hoffnung auf Ruhm und Heldentaten und ferne Länder, weit von Rohans Feldern. Vielleicht wird meine Kraft ausreichen, ihren Leib zu heilen und sie aus dem dunklen Tal zurückzurufen. Aber welches ihr los sein wird, wenn sie erwacht, ob Hoffnung, Vergessen oder Verzweiflung, das weiß ich nicht. Wenn es Verzweiflung ist, wird sie sterben. Es sei denn, eine andere Arznei heilt sie, die ich ihr nicht geben kann. Welch ein Jammer! Denn um ihrer Tat willen hat sie einen Platz unter den meistbesungenen Königinnen verdient. Da beugte Aragorn sich über sie und sah ihr ins Gesicht. Und es war in der Tat lilienweiß, eiskalt und hart wie aus Stein gehauen. Er aber küsste sie auf die Stirn und rief sie leise beim Namen. Eowyn, Eowyns Tochter, wach auf, denn dein Feind ist dahingegangen. Sie rührte sich nicht, aber bald begann sie tiefer zu atmen, so dass ihre Brust unter den weißen Leinen des Lakens auf- und niederging. Wieder zerrieb Aragorn zwei Blätter Atelas und warf sie ins heiße Wasser. Und damit wusch er ihr die Stirn und den rechten Arm, der kalt und taub auf der Decke lag. Dann, ob nun Aragorn wirklich dank einer vergessenen Kraft des Westernes oder nur durch seine Worte an die Frau Eowyn auf die Umstehenden einwirkte, schien es ihnen, als der liebliche Einfluss des Krautes sich im Raum geltend machte, dass ein kräftiger Wind durchs Fenster hineinwehte, und er brachte keinen Wohlgeruch, sondern nur Luft. Aber sie war so vollkommen rein und jugendfrisch, als käme sie neu geschaffen und noch von keiner lebenden Kreatur geatmet, von den schneebedeckten Berggipfeln oben unterm Sternendach oder von silbermeer umspülten Gestaden in weiter Ferne. »Wach auf, Eowyn, Jungfrau von Rohan«, sagte Aragorn noch einmal, nahm ihre rechte Hand und fühlte, wie das wiederkehrende Leben sie erwärmte. »Wach auf, der Schatten ist fort und alles Dunkle ist weggewaschen.« Dann legte ihre Hand in Eomers Hand und trat beiseite. »Rufe sie«, sagte er und ging leise aus der Kammer. »Eowyn, Eowyn«, rief Eomer unter Tränen. Sie aber schlug die Augen auf und sagte, »Eomer, was bin ich froh, denn sie haben gesagt, du seist gefallen. Nein, das waren nur dunkle Stimmen in meinem Traum. Wie lange träume ich schon?« »Nicht lange, Schwester«, sagte Eomer, »aber denk nicht mehr daran.« »Ich bin so sonderbar müde«, sagte sie, »ich muss ein wenig ausruhen.
Doch sag mir, was ist mit dem Herrn der Mark? Oh weh, erzähl mir nicht, das sei ein Traum gewesen, denn ich weiß, es war keiner. Tot ist er, wie er es vorhersah. Er ist tot, sagte Eomer, aber er hat mich gebeten, Eowyn Lebewohl zu sagen, die ihm teurer als eine Tochter war. Er liegt nun ehrenvoll aufgebahrt in der Zitadelle von Gondor. Traurig ist es, sagte sie, und doch besser als alles, was ich in den dunklen Tagen zu hoffen wagte, als ihr als Haus an Ehren eher erschien als jede Schäferkarte. Und des Königs Knappe, der Halbling? Eomer, du musst ihn zum Ritter der Rittermark schlagen. Er ist tapfer. Er liegt in diesem Haus ganz in der Nähe, und ich gehe gleich zu ihm, sagte Gandalf. Eomer wird noch eine Weile hier bleiben. Aber sprecht nicht mehr von Krieg und Kummer, bis du ganz wiederhergestellt bist. Eine große Freude ist es, eine so tapfere Frau zur Genesung und zu neuer Hoffnung erwachen zu sehen. Genesung, sagte Eowyn, vielleicht. Zumindest für die Zeit, wo ich noch den leeren Sattel irgendeines gefallenen Reiters einnehmen und das eine oder andere tun kann. Aber Hoffnung? Ich weiß nicht. Das wäre jetzt die erste Buchstelle und die finde ich ja schon mal ziemlich interessant, weil hier ja Aragorn zum Beispiel andeutet, dass er sehr wohl für sie Gefühle hatte. Also dass zum Beispiel beim ersten Sehen er sie total schön fand. Er spricht hier auch vom Mitleid, das er die ganze Zeit hatte, als er halt auf dem Pfaden der Toten war, Sorge um sie. Und dass ihre Erkrankung halt lange vor dem Tag begann, wie ich vorher schon sagte, dass sie halt schon verzweifelt ist, bevor sie Aragorn kennengelernt hat und auch vor dem Hexenkönig, wegen halt der ganzen Sache mit Theoden. Und man sieht, Eomer ist das zum Beispiel nicht aufgefallen. Er dachte, dass das damit gar nichts zu tun hätte. Und man sieht auch, dass Eowyn immer noch zu dem Zeitpunkt nicht wirklich Hoffnung hat. Obwohl sie aufwacht und das eigentlich mehr dank Eomer, also Eomer und Aragorn zusammen, nicht nur durch ihn alleine, ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, hat sie immer noch keine wirkliche Hoffnung, dass sich alles zum Guten wendet. Sie sagt zwar, es ist besser geworden und es ist auch interessant, dass sie sagt, dass die Nachricht ihres toten Onkels besser ist als das, was sie befürchtet hat. Aber ja, gut geht's ihr nicht. Das hört man schon in den Zeilen. Wirklich gut geht's ihr nicht, weil sie halt immer noch zweifelt und immer noch Angst hat und keine Hoffnung hat. Mehr Hoffnung als vor dem Kampf mit dem Hexenkönig, aber nicht viel. So, das nächste Zitat, was ich euch vorlese, betrifft ihr Treffen mit Faramir. Also quasi der Punkt, wo sie letztendlich von ihrer Liebe zu Aragorn ablässt und zu ihm dazukommt. Und ich hoffe, es ist nicht zu lang, weil ja, die richtige Frage sind wir nicht angegangen bisher, aber ja, knapp eine Stunde. Aber ich finde, man muss da erst ein paar Sachen klären. Ich fange hier an. Als das Heer erst 2 Tage fort war, also das Heer des Westens, das zum Schwarzen Tor zieht, ließ sich Frau Eowyn von den Frauen, die sie pflegten, ihre Kleider bringen und stand von ihrer Krankenlage auf, alle Einwände missachtend. Und als man sie angekleidet und ihr den Arm in eine Leinenschlinge gelegt hatte, ging sie zum Wart der Heilhäuser. »Heilwart«, sagte sie, »ich bin in großer Unruhe und kann nicht länger untätig zu Bett liegen.« »Hohe Frau«, sagte der Wart, »du bist noch nicht geheilt, und mir wurde aufgetragen, dich mit besonderer Sorgfalt zu pflegen. Du sollst noch 7 Tage das Bett hüten, so zumindest wurde ich angewiesen. Ich bitte dich, leg dich wieder hin.« »Ich bin geheilt«, sagte sie, »wenigstens körperlich geheilt, bis auf den linken Arm, den ich noch schone. Doch werde ich von neuem erkranken, wenn es nichts gibt, was ich tun kann. Gibt es keine Nachrichten vom Kriege? Die Frauen können mir nichts sagen.« »Es gibt keine Nachrichten«, sagte der Wart, »nur dass die Fürsten zum Morgultal geritten sind und dass der neue Hauptmann aus dem Norden ihr Oberster ist. Der neue Hauptmann ist natürlich Aragorn. Ein großer Fürst ist er und ein Heilkundiger, und mich dünkt es seltsam, dass die heilende Hand auch das Schwert führen soll. So kennen wir es heute in Gondor nicht, wenn es auch einst so gewesen sein mag, wenn die alten Berichte wahr sind. Doch seit vielen Jahren sind wir Heiler immer nur bemüht, die Risse zu flicken, die von Männern des Schwertes geschlagen werden. Dabei hätten wir auch ohne sie genug zu tun. Es gibt schon zu viel Leid und Missgeschick auf der Welt, als dass Kriege es noch vermehren müssen. Ein Feind genügt, um einen Krieg zu schüren, Heilwart, sagte Eowyn. Das Opfer findet sich von selbst. Und auch wer kein Schwert hat, kann durch das Schwert fallen. Soll das Volk von Gondor nur Kräuter sammeln, wenn der dunkle Herrscher seine Heere sammelt? Nicht immer ist es gut, wenn der Körper geheilt wird. Und nicht immer schlecht, in der Schlacht zu fallen, und sei es in bitterer Qual.
Wäre es mir in dieser dunklen Stunde gestattet, ich wählte das Letztere. Der Wirt sah sie an. Kerzengerade stand sie vor ihm, mit leuchtenden Augen im bleichen Gesicht, und die Hand ballte sie zur Faust, als sie sich nun abwandte und aus dem Fenster schaute, das nach Osten ging. Er seufzte und schüttelte den Kopf. Nach einer kurzen Pause drehte sie sich wieder zu ihm um. Gibt es denn nichts zu tun? Wer führt den Befehl in der Stadt? Ich weiß nicht recht, sagte er. Dergleichen ist nicht mein Geschäft. Ein Marschall befehligt die Reiter von Rohan. Und Fürst Hurin, sagte man mir, die Männer von Gondor. Aber von Rechts wegen ist Fürst Faramir der Statthalter. Wo finde ich ihn? In diesem Haus, hohe Frau. Er war schwer verwundet, ist aber nun auf dem Weg der Genesung. Doch ich weiß nicht, ob... Führe mich zu ihm, dann wirst du's wissen. Also auch hier, ganz interessant, Eowyn würde immer noch den Tod wählen, wenn sie könnte, wenn sie die Wahl hat. Würde sie immer noch den Tod wählen, obwohl sie natürlich einsieht, dass Heilung wichtig ist. Aber sie kann nicht nichts tun. Das ist ja auch das, was zum Film passt, dass ihre größte Angst halt der Käfig ist. Dass sie nichts tun kann, bis sich halt Geist und Körper dran gewöhnt und alles dahin ist, was man selber machen kann. Und sie droht ihm ja fast schon. Das ist, also ja, wie gesagt, die Verzweiflung hat sie da immer noch fest umklammert. Und, jetzt muss ich hier kurz suchen. Weil wir müssen nicht alles von Faramir lesen. Also von Faramir und Eowyn, weil das sind wieder einige Seiten. Ich weiß schon, das ist gerade ein bisschen Zeitverschwendung. Ich habe mich leider nicht perfekt vorbereitet. Fangen wir hier an. Mein Fürst, sagt der Wart, hier ist Frau Eowyn von Rohan. Sie ist mit dem König geritten und wurde schwer verwundet. Nun befindet sie sich in meiner Obhut. Aber sie ist nicht zufrieden und wünscht, mit dem Statthalter zu sprechen. Versteht ihr nicht falsch, Herr, sagte Eowyn. Was mich bekümmert, ist kein Mangel seiner Pflege. Kein Haus könnte denen, die geheilt werden wollen, freundlicher sein. Aber ich kann nicht faul hier liegen bleiben, tatenlos, eingesperrt. Ich habe den Tod in der Schlacht gesucht. Aber ich bin nicht gestorben, und der Krieg ging weiter. Auf Ansehen von Faramir machte der Bart eine Verbeugung und ließ sie allein. Was kann ich für dich tun, hohe Frau? Sagte Faramir. Auch ich bin ein Gefangener der Heiler. Er blickte sie an. Und weil er ein Mann war, dem fremdes Leid nahe ging, spürte er, wie ihr Kummer und Liebreiz ihn nicht kalt ließ. Und sie blickte ihn an und sah, wie viel Ernst und Zartgefühl ihm in den Augen stand. Und erkannte doch, weil sie unter Kriegern aufgewachsen war, dass dies einer war, dem kein Reiter der Mark in der Schlacht etwas voraus haben würde. »Was kann ich tun?« sagte er noch einmal. »Wenn es in meiner Macht steht, tue ich's.« »Du könntest diesem Bart befehlen, mich gehen zu lassen«, sagte sie. Doch so stolz ihre Worte auch klangen, kamen sie nicht mehr aus vollem Herzen. Und zum ersten Mal hatte sie selbst ein Bedenken. Sie befürchtete, dieser große Recke, der so einst ernst und mild zugleich war, könnte sie für ein launisches Kind halten, dem die innere Beständigkeit fehlt, eine langweilige Arbeit zu Ende zu bringen. »Ich bin selbst in der Obhut des Heilwarts«, antwortete Faramir. »Auch habe ich mein Amt in der Stadt noch gar nicht angetreten. Aber wäre es auch anders, würde ich dennoch auf seinen Rat hören und mich in allem, was sein Handwerk betrifft, seinem Willen nicht ohne Not widersetzen.« »Aber mich verlangt es nicht nach Heilung«, sagte sie. »Ich will den Krieg reiten, wie mein Bruder Eomer, oder besser noch wie Theoden, der König, denn er hat den Tod und damit zugleich Ehre und Frieden gefunden.« »Es ist zu spät, hohe Frau, dem Herr zu folgen, selbst wenn du bei Kräften wärst«, sagte Faramir. »Aber den Tod in der Schlacht können wir alle noch finden, ob wir ihn suchen oder nicht. Du wirst besser imstande sein, ihn auf deine Weise ins Auge zu sehen, wenn du einstweilen tust, was der Heiler gebietet. Du und ich müssen beide die Zeit des Wartens mit Geduld ertragen.«
Sie antwortete nicht, doch als er sie anblickte, schien ihm, dass etwas in ihr sich erweichte, wie wenn strenger Frost sich vor den ersten blassen Vorzeichen des Frühlings zurückzieht. Eine Träne trat ihr ins Auge und lief die Wange hinunter wie ein schimmernder Regentropfen. Ihr hoch erhobenes Haupt senkte sich ein wenig. Leiser sprach sie eher zu sich selbst als zu ihm, sagte sie dann, aber die Heiler wollen, dass ich noch 7 Tage das Bett hüte, und mein Fenster liegt nicht nach Osten. Ihre Stimme war jetzt die eines traurigen jungen Mädchens. Faramir musste lächeln, so sehr ihm das Herz vom Mitgefühl überfloss. Dein Fenster liegt nicht nach Osten, sagte er, dem lässt sich abhelfen. Darin will ich dem Wart befehlen. Wenn du in diesem Haus und in unserer Obhut bleibst, hohe Frau, und deine Ruhestunden einhältst, dann kannst du nach Belieben in der Sonne durch diesen Garten gehen und nach Osten blicken, wohin alle unsere Hoffnungen entschwunden sind. Und hier findest du mich, wartend herumwandern und ebenfalls nach Osten blickend. Es würde meine Sorgen lindern, wenn du bisweilen mit mir sprechen oder durch den Garten gehen wolltest. Da hob sie wieder den Kopf und sah ihm in die Augen, und ein wenig Farbe trat in ihr bleiches Gesicht. Wie sollte ich deine Sorgen lindern, mein Herr, sagte sie, und mich verlangt nicht nach Gesprächen und Liebenden. Möchtest du eine redliche Antwort von mir hören, sagte er. Ja. Dann sage ich dir, Eowyn von Rohan, dass du schön bist. In den Tälern unserer Berge wachsen schöne, leuchtend bunte Blumen und noch schönere Mädchen. Doch weder eine Blume noch eine Jungfrau habe ich bis heute in Gondor gesehen, die so schön ist und so traurig. Vielleicht haben wir nur noch wenige Tage, bevor das Dunkel auf unsere Welt herabsinkt. Und wenn es so kommt, so hoffe ich, ihm mit Fassung zu begegnen. Doch würde es mir das Herz leichter machen, könnte ich dich sehen, solange die Sonne noch am Himmel steht. Denn du und ich, wir sind beide unter den Schwingen des Schattens geraten, und dieselbe Hand hat uns zurückgeführt. Ach, mich nicht, mein Herr, sagte sie. Auf mir liegt der Schatten noch immer. Erwarte von mir keine Hoffnung, keine Heilung. Eine Schildjungfrau bin ich, und meine Hand ist unzart. Aber dafür wenigstens lass mich dir danken, dass ich nicht mehr mein Zimmer hüten muss. Mit Erlaubnis des Herrn Statthalters werde ich in den Garten gehen können. Und sie verneigte sich und wandte sich zum Haus zu. Faramir aber ging noch lange allein durch den Garten, und sein Blick wanderte nun öfters zum Haus, als zu den Ostwänden hin. Also das ist das erste Treffen mit Faramir, und wie gesagt, der Schatten liegt auf ihr noch immer, sagt sie selber, aber man merkt hier schon eine leichte Veränderung, weil sie halt nicht, ja, sie zwingt Faramir nicht, sie gehen zu lassen. Sie hütet das Bett weiter, obwohl sie es eigentlich nicht will, weil sie sieht, dass er recht hat. Und man merkt schon, Faramir macht aus seinen Gefühlen keinen Hehl. Er sagt ihr das sofort, dass wie es zwischen den beiden steht. Jetzt muss ich ein bisschen nach vorne kommen. Das ist jetzt ein bisschen später. Also da halten sie gerade Ausschau. Wonach hältst du Ausschau, Eowyn? Sagte Faramir. Er liegt nicht der schwarze Tor in dieser Richtung, sagte sie. Und muss es nicht dorthin hinkommen? Muss er nicht dorthin hinkommen? Vor 7 Tagen ist er fortgeritten. 7 Tage, sagte Faramir. Doch denk nicht schlecht von mir, wenn ich dir sage, sie haben mir eine Freude und eine Qual bereitet, wie ich nie geglaubt hätte, sie erfahren zu müssen. Die Freude, dich zu sehen, die Qual in dir, Angst und Ungewissenheit dieser finsteren Stunden. Eowyn, ich möchte nicht, dass unsere Welt schon endet. Und ich möchte nicht so weit verlieren, was ich eben erst gefunden habe. Verlieren, was du eben erst gefunden hast, mein Herr, antwortete sie, aber sie sah ihn ernst und mit freundlichen Augen an. Ich weiß nicht, was du in diesen Tagen gefunden hast, dass du verlieren könntest. Doch bitte, mein Freund, sprechen wir nicht davon. Sprechen wir überhaupt nicht. Ich stehe am Rand eines Abgrunds, und vor meinen Füßen ist alles dunkel. Aber ob hinter mir Licht ist, kann ich nicht sagen. Ich kann mich noch nicht umdrehen. Ich warte auf einen Schicksalsschlag. Ja, wir warten auf den Schicksalsschlag, sagte Faramir. Das ist vielleicht auch eine ganz interessante Sache. Also immer noch Depression, aber wie gesagt, die Verbindung zu den beiden geht da ein bisschen tiefer schon. Und ja, jetzt kommen wir zur Rückkehr. Das ist hoffentlich das letzte. Das vorletzte, besser gesagt. Jetzt kommen wir zur Rückkehr, dass eben das Heer des Westens siegreich zurückgekehrt ist, weil ja der Ring zerstört wurde. Und genau, es gibt halt eine große Feier, es gibt halt die Krönung, den König empfangen, bla bla bla.
Und Eowyn geht halt da nicht hin, obwohl auch Eomer sie darum bittet, hinzugehen. Macht sie es nicht. Nur noch Eowyn blieb, obwohl ihr Bruder Nachricht gab und sie bat, zum Feld von Komallen zu kommen. Dies wunderte Faramir, doch sah er sie nun selten, denn er hatte vielen Amtsgeschäften zu tun. Also er ist da schon Statthalter, halt für ein paar Tage. Wie gesagt, die Krönung ist er noch nicht. Das ist quasi so ein Siegesfeier, könnte man sagen. Und noch immer wohnte sie in den Häusern der Heilung und ging allein im Garten her. Und ihr Gesicht wurde wieder bleich. Und in der ganzen Stadt schien sie allein, Schmerz und Kummer zu haben. Und der Heilwart machte sich Sorgen und sprach mit Faramir. Da kam Faramir und besuchte sie. Und als sie wieder zusammen auf der Mauer standen, da sagte er: Eowyn, warum bleibst du hier und gehst nicht zu den Freudenfesten in Komallen, hinter der Insel Kehr Andros, wo dich dein Bruder erwartet? Und sie sagte: Weißt du das nicht? Er aber sagte: Zwei Gründe kann es geben, aber welcher es ist, weiß ich nicht. Und sie sagte: Lass mich nie Rätsel raten, sag es deutlicher. Wie du willst, hohe Frau, sagte er. Entweder gehst du nicht hin, weil nur dein Bruder dich gerufen hat, und weil er es dir nun keine Freude macht, den Herr Aragorn, Elendils Erben, als Sieger zu sehen. Oder aber, weil ich nicht hingehe und du mir nahe bleiben möchtest. Aber vielleicht auch aus beiden Gründen, und du weißt selbst nicht aus welchen. Eowyn, liebst du mich nicht, oder willst du mich nicht lieben? Ich wäre gern von einem anderen geliebt worden, antwortete sie, aber Mitleid will ich von keinem Mann. Das weiß ich, sagte er. Du sehntest dich nach Herr Aragorns Liebe, weil er edel und königlich ist und weil du durch Ruhm und Glanz über uns arme Würmer weit erhoben zu werden wünschest. Und wie ein junger Soldat einen großen Kriegshauptmann bewundert, so hast du ihn bewundert. Und er verdient es, denn er ist ein Großer unter den Menschen, der Größte heutzutage. Aber als er dir nur Verständnis und Mitleid bezeigen konnte, da wolltest du lieber gar nichts, es sei denn den Heldentod in der Schlacht. Sieh mich an, Eowyn. Und Eowyn sah Faramir lange unverwandt an, und Faramir sagte: Verschmähe nicht Mitleid, Eowyn, wenn es aus ehrlichem Herzen kommt. Doch was ich dir entbiete, ist kein Mitleid, denn du bist eine edle und kühne Jungfrau und hast selbst unvergesslichen Ruhm erlangt. Und schöner erscheinst du mir, als selbst in elbischer Zunge zu sagen wäre. Und ich liebe dich. Zuerst hast du mir nur Leid getan in deinem Kummer. Jetzt aber, und wärst du auch frei von allem Leid, aller Furcht und jedem Mangel, wärst du die strahlende Königin von Gondor, würde ich dich dennoch lieben. Eowyn, liebst du mich nicht? Da wandelte sich Eowyns Sinn, oder zumindest verstand sie ihn nun. Und plötzlich war es für sie nicht mehr Winter, und die Sonne schien. Da stehe ich in Minas Anor, dem Sonnenturm, sagte sie, und sieh da, der Schatten ist fort. Ich will keine Schildjungfrau mehr sein und mich mit unseren großen Reitern erkämpfen müssen. Ich will mich auch nicht mehr an blutigen Liedern erfreuen. Eine Heilkundige will ich werden und alles lieben, was wächst und Frucht trägt. Und wieder sah sie Faramir an. Königin zu werden lockt mich nicht mehr. Da lachte Faramir erleichtert. Dann ist es gut, sagte er, denn ich bin nun mal kein König. Dann kann ich die weiße Dame von Rohan heiraten, wenn sie einverstanden ist. Und wenn sie will, dann gehen wir über den Fluss und verleben unsere glücklichen Tage im schönen Ithilien. Lass uns dort einen Garten bestellen. Alles wird freudig wachsen und gedeihen, wenn die weiße Dame kommt. Muss ich dann mein Volk verlassen, einem Mann aus Gondor zuliebe? Sagte sie. Und wird deine hochmütige Sippschaft nicht sagen: Sieh mal, ein junger Mann aus gutem Hause, der sich eine Wilde aus dem Norden gezähmt hat. Hat er denn keine von Numenorischen Geblüt gefunden? Sollen sie nur reden, sagte Faramir. Und dann nahm er sie in die Arme und küsste sie bei helllichtem Tag, und es kümmerte ihn überhaupt nicht, dass sie weithin sichtbar oben auf der Mauer standen. Und tatsächlich hatten sie viele Zuschauer, und ein Lichtschimmer schien ihnen zu folgen, als sie Hand in Hand von der Mauer herabstiegen und zu den Häusern der Heilung gingen. Und zu dem Wart der Häuser sagte Faramir: Hier siehst du die Jungfrau Eowyn von Rohan, und sie ist nun geheilt. Und der Wart sagte: Dann entlasse ich sie aus meiner Obhut und sage ihr Lebewohl. Möge sie nie wieder eine Wunde oder Krankheit erleiden. Ich gebe sie in der Obhut des Statthalters, bis ihr Bruder zurückkehrt. Doch Eowyn sagte: Jetzt aber, da man mir erlaubt zu gehen, möchte ich bleiben. Denn dieses Haus ist mir die liebste aller Wohnungen geworden. Und sie blieb, bis König Eomer wiederkam. Ja, das soll jetzt das letzte Zitat sein, sonst dauert es zu lang. Also hier kommt es dann zum Umdenken. Hier kommt es dann zum kompletten Umdenken von Eowyn zu der Liebe für
miteinander. Hier wird halt Tacheles geredet. Ihr merkt vielleicht, ich mag auch Buch Faramir total, weil Buch Faramir nimmt halt kein Blatt vor den Mund. Der sagt immer, was Sache ist. Es ist einfach so schön im Buch. Hier wird halt Tacheles geredet und Eowyn ändert sich. Also sie will ja dann wirklich eine Heilkundige werden, keine Kriegerin mehr. Sie will sich sesshaft machen, will Kinder. Also da kommt sie dann in diese klassische Frauenrolle, die sie davor ja immer zutiefst abgelehnt hat, und will dort bleiben. Sie will nicht gehen, obwohl sie jetzt dürfte. Das ist, wie gesagt, Eowyn macht da eine interessante Entwicklung durch. Und ja, ich denke, das sei genug zu ihr. Ich denke, jetzt können wir uns zur Frage wieder widmen, was wäre, wenn Aragorn die Liebe von ihr erwidert hätte? Ich fand das jetzt wichtig, weil, wie gesagt, über Eowyn, die meisten werden zu ihr nicht, sie nicht so auf dem Schirm haben. Ich weiß, es ist jetzt schon eine Dreiviertelstunde vergangen, aber ich, wie gesagt, ich versuche schnell zu machen und die Zitate fand ich wichtig. Es ist vielleicht noch ganz interessant, dass es ein letztes Zitat gibt, bei Aragorns Krönung. Oder kurz nach Aragorns Krönung, wo Eomer halt sagt, also ich sage das jetzt nicht Wort für Wort, sonst dauert es zu lange, wo Eomer halt sagt, dass die Freundschaft der Magd mit Gondor durch den Westbund gefestigt ist, dass er sich freut. Man soll dazu wissen, dass Eomer auch geheiratet hat, die Tochter von Imrahil, von Dol Amroth, Lothiril heißt sie, glaube ich. Und da sagt Aragorn den Satz, kein Geizkragen bist du, Eomer, das Schönste aus deinem Reich nach Gondor zu vergeben. Und Eowyn reagiert darauf mit, wünsche mir Glück, mein Lehnsherr und Heiler. Das ist vielleicht ganz interessant, weil Aragorn, könnte man sagen, flirtet da noch mal ein bisschen. Und sie nimmt das halt relativ kalt auf. Ich meine, sie antwortet neutral, aber ja, wenn man bedenkt, wie sie vorher gehandelt hätte. Also wie gesagt, das ist vielleicht noch ganz interessant am Ende. Ja, kommen wir mal dazu, wie gesagt, zur Frage wieder. Wie es wäre, wenn sie von Aragorn geliebt werden würde. So wie sie ihn liebt zu dem Zeitpunkt. Und ja. Also zum einen ist natürlich Arwen wichtig. Denn Arwen und Aragorn haben ja ein Versprechen sich gegeben. Und je nachdem, wann Arwen das erfährt, könnte Verschiedenes passieren. Sie könnte vielleicht in die unsterblichen Lande segeln, wenn sie vorzeitig erfährt oder frühzeitig erfährt, dass Aragorn jetzt das Herz einer anderen gehört. Natürlich würde sie darüber zerbrechen. Ich denke, dann würde Arwen den Part von Eowyn übernehmen, in die Depression fallen, weil man kann ja bei ihr durchaus von einer Depression sprechen, in die Depression, in die Verzweiflung fallen. Man sollte dazu erwähnen, dass Arwen auch nach Aragorns Tod ein Jahr später Gondor verlassen hat und nach Lothlorien kam, was halt zu dem Zeitpunkt dunkel und leer war und dann dort auch gestorben ist. Das heißt, auch bei ihr ist so ein bisschen nach Aragorns Gehen, ist sie einfach komplett am Boden. Also sie ist nicht zerstört, aber man sieht schon, sie ist da einfach dann anders. Und oder sie erfährt es halt auf der Hochzeit selber, also erst im Minas Tirith, und das wäre natürlich richtig bitter, wenn man bedenkt, dass sie dann für Aragorn in Mittelerde geblieben ist, für Aragorn ein Mensch wurde und dann aber nicht seine Frau wird. Oh je, das wäre... Ich meine, ich glaube nicht, dass Arwen kämpfen würde oder angreifen würde. Aber wie gesagt, es würde sie innerlich zerbrechen. Ich glaube es einfach deswegen nicht, weil Arwen im Buch eher die klassische Prinzessin ist. Sie kommt ja im Buch kaum vor. Im Buch wird sie auch keine Waffe. Da ist sie wirklich die klassische Prinzessin, die sich in die Rolle der Frau, zumindest in die Mittelerde-Rolle der Frau, durchaus fügt. Also wie gesagt, sie ist da ganz anders als Eowyn. Es sei denn, Eowyn würde natürlich das dann erkennen und dann doch sich selber zurückstecken. Aber das glaube ich nicht. Weil, wenn Aragorn wirklich auf Eowyns Liebesgefühle eingeht, macht sie diese Entwicklung nicht durch, die wir jetzt gerade eben besprochen haben. Zu Faramir und auch zu, sie will keine Kriegerin mehr sein, will Kinder und heilen, sondern sie wäre halt immer noch die kalte, kriegerische Jungfrau, die zwar nicht mehr depressiv wäre, weil Fakt ist natürlich, dass Aragorns Gefühle ihr helfen würden. Sie würde dann wahrscheinlich auch nicht gegen den Hexenkönig kämpfen, denn sie würde ja nicht mit Rohans Heer mitreiten, sondern auf die Pfade der Toten. Was halt schlecht wäre, weil erstens käme Merry dann nicht mit. Merry kam nämlich nur dank ihr mit, egal ob Film oder Buch.
Und zweitens, wie gesagt, er hätte wahrscheinlich keine Nazgul stoppen können. Denn kein lebender Mann kann ihn töten, wie wir wissen. Deswegen, das wäre schlecht. Allgemein denke ich auch, dass es eine dunkle Theorie wäre, wenn wirklich Aragorn sich auf Eowyn eingelassen hätte. Weil ich weiß halt nicht, wie er sich damit fühlen würde. Wie gesagt, im Buch gibt es irgendwie beides. Er flirtet sie manchmal an. Er tut ihre Gefühle durchaus nachvollziehen können. Aber entscheidet sich halt letztendlich für Arwen. Und das ist im Film ist natürlich nochmal anders. Im Film ist das alles deutlicher und da gibt es mehr Szenen, die so Romantik zeigen. Im Buch ist es nicht so viel, da ist es auch angedeutet. Aber auch Arwen und Aragorn, die Verbindung ist ja im Buch nur in den Anhängen zu finden. Zumindest im Detail. Deswegen, ja. Und deswegen wüsste ich nicht, wie Aragorn sich dann fühlen würde. Er hätte sicher auch Schuldgefühle Arwen gegenüber. Man muss ja auch bedenken, dass Aragorn, wie gesagt, ein Dúnedain ist. Er ist insgesamt 210 Jahre alt geworden. So alt wurde Eowyn natürlich nicht. Und wer weiß, ob er mit Eowyn Kinder gehabt hätte. Denn mit Arwen hatte er zumindest mehrere Kinder, einen Sohn und mehrere Töchter, von denen wir die Namen nicht kennen. Ob das bei Eowyn genauso wäre, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob sie die Schlacht von Pelennor überlebt hätte. Hätte durchaus sein können, dass sie da gefallen wäre. Dann zwar nicht in der Verzweiflung, nicht im Tod suchen, aber dennoch, um halt Ruhm und Ehre zu bekommen. Und wenn sie es überlebt hätte, hätte sie auf jeden Fall nicht so lange wie er überlebt. Und Faramir hätte halt keine Frau. Er wäre trotzdem Fürst von Ithilien geworden, hätte aber keinen Erben. Denn im Buch haben dann Faramir und Eowyn eben auch einen Sohn, Elboron, der dann quasi der nächste Fürst von Ithilien ist, aber ohne Eowyn, da sie ja in dem Theorie bei Aragorn ist. Fällt das weg. Deswegen, dann wäre auch dieses Amt sehr wenig da. Elrond wäre natürlich auch stinksauer, logischerweise, denn Elrond hat für Arwen alles gegeben, war ja von Anfang an kein Fan davon, dass sie mit Leto bleiben wollte, wegen Aragorn. Und wenn sie sich dann noch rumentscheidet, wer weiß, wäre nicht gut gewesen auf jeden Fall. Und ja, die Bande zwischen Eomer und Aragorn wären stärker geworden. Die sind auch so schon sehr, sehr stark, aber da ja Eomer Eowyn wirklich aus vollem Herzen liebt als seine Schwester, wären die noch stärker geworden. Das wäre was Gutes gewesen. Aber wie gesagt, es ist halt, also ihr merkt schon, hier gibt es keine verschiedenen Theorien. Ich glaube, hier ist es sehr schwierig, verschiedene Theorien aufzustellen. Weil ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Aragorn mit ihr nur spielen würde. Wenn er ihre Liebe erwidert, dann denke ich, dass er das aus Herzen tut. Und nicht einfach so, weil das kann. Aber wie gesagt, es wäre halt keine komplette Liebe. Es wäre halt eine trotzdem unglückliche Liebe. Denn er wird Schuldgefühle wegen Arwen haben. Und es wird halt Konsequenzen haben, die schwierig sind. Und ja, wie gesagt, der Hexenkönig wird wahrscheinlich nie aufgehalten. Wer weiß, ob dann überhaupt die Schlacht um Minas Tirith gewonnen worden wäre. Denn im Original kommen ja Aragorn und die Graue Schar nach dem Tod des Hexenkönigs. Das wäre in dem Fall natürlich nicht. Das heißt, der Hexenkönig hätte viel mehr Tod und Zerstörung über alles bringen können. Deswegen, ihr seht schon, ich bringe hier nur ein paar Ideen und so ein bisschen die Diagnose von Eowyns Charakter ein, die vielleicht unnötig war, ich aber sehr wichtig fand. Und ja, also wie gesagt, wichtig ist halt, dass bei Eowyn diese Entwicklung einfach nicht passiert. Und da die nicht passiert, könnte halt ziemlich viel dann kommen. Sie könnte in der Schlacht fallen oder auch nicht. Wenn sie nicht in der Schlacht fällt, dann wird es trotzdem nicht das klassische Heim und Kind sein, weil wie gesagt, die Entwicklung macht es in dem Fall nicht durch. Das heißt, es könnte sein, dass halt Gondor keine Erben hat. Fahren wir auf jeden Fall nicht. Deswegen, ich halte das eher für eine düstere Theorie tatsächlich. Es muss nicht schlecht ausgehen, aber ich halte das eher für eine düstere Theorie. Dass es halt mies ausgeht. Und ja, Arwen, Elrond werden zumindest am Boden zerstört sein. Elrond dementsprechend wütend. Das könnte halt auch nochmal einiges ändern. Ob die dann beide aus Mittelerde verlassen, weiß ich nicht. Könnte auch sein, dass die Elben dann ein Feind von dem Vereinigten Königreich werden. Also die Elben, die noch da sind. Legolas könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass er sich da anschließt. Denn er ist halt auch ein Elb. Aber er wäre wohl dann ein bisschen gefangen zwischen Loyalität zu seinem Volk oder Loyalität zu seinem Freund, also Aragorn. Ist ein bisschen schwierig. Wenn ich es jetzt so überdenke, dann ergeben sich dann noch einige interessante Aspekte. Aber ja, die Folgen gehen jetzt lang genug. Ich glaube, also ich hoffe, dass ich das gut beantwortet habe.
Und ich bin gespannt, was ihr vielleicht in die Kommentare schreibt, für Fragen habt, eigene Theorien habt. Also ich habe da jetzt leider nicht viel bekommen, zusammenbekommen, was Theorie angeht. In meinen Augen geht's wahrscheinlich nicht so gut aus, weil sich halt einfach eine Menge ändert und viele Entwicklungen nicht passieren. Aber ja, ich bin nicht allwissend natürlich. Ich wüsste nicht, ob Tolkien jemals die Idee hatte, dass wirklich Aragorn und Eowyn zusammenkommen, statt Aragorn und Arwen, dass er quasi seine alte Streuversprechen auflöst. Ist halt auch schwierig, in Mittelerde, muss man sagen. Das ist, ob er das wirklich machen würde, ja, würde ich jetzt so nicht sagen. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Länger will ich diese Folge nicht machen, weil sie ging fast eine Stunde. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder, wenn ihr möchtet. Wie gesagt, zu Let's Play Fahrenheit, Indigo Prophecy. Und nächsten Montag und Mittwoch wieder zur Ada-Analyse und zum Was wäre, wenn in Mittelerde. Und ja, danke für den Wunsch auf jeden Fall nochmal, weil der war sehr gut. Ob ich jetzt alles so gesagt habe, was mir im Kopf ist, weiß ich nicht. Und es tut mir leid, dass jetzt die Theorie, dass jetzt einmal so lang geworden ist und zum zweiten die Theorie wahrscheinlich etwas kurz gekommen ist. Aber wie gesagt, Eowyns Psyche da reinzubringen, fand ich halt für die Theorie sehr wichtig. Und habe sie deswegen auch so gesagt. Und ja, wir sehen uns dann, wenn ihr möchtet, beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.